willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir ein Black and White 1960er Jahre besorgt, würde ich gerne sagen. So war es nicht ganz. Mir wurde dazu gesendet und zwar von Markus. Vielen Dank. Whisky Q's, ihr müsst einfach mal auf seinem Blog vorbeigucken. Der verkostet so geile Sachen. Ist einfach der Hammer, ja. Und hier hat er mir was abgegeben. Frühe 1960er Jahre, ja. Buchmann's Choice Blended Scotch Whisky. Das heißt, wir haben Crane-Anteil dabei, aber ich bin echt gespannt. Die Nase, die ist einfach schon so voll. 43 Volumenprozente, frühe 1960er Jahre. Man kennt die Flaschen vielleicht. Ich blende hier mal so ein bisschen auch die Flasche ein, die ich jetzt hier im Glas habe. Die aktuellen kriegt man teilweise beim Aldi zu kaufen. 8, 9 Euro. Ja, so typisch Schottland, schottisches Blendprodukt, was irgendwie mit diesem Hund, Black and White, man kennt ihn manchmal, diesen kleinen weißen Hund. Ich habe leider keine Flasche da. Wie gesagt, ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Und das hier ist jetzt einer aus den, ja, 1960er Jahren. Also das ist schon ein paar Jahre her. Über 50 Jahre hat dieser Whisky quasi in der Flasche verbracht, bevor er irgendwie geöffnet werden durfte. Natürlich durfte er davor reifen, wird nicht sehr alt sein, aber einfach das Zeug von damals. Bisher genial. Ich habe immer so eine kleine Auswahl an, ja, ein paar Blends, älter und nicht älter, einfach mal hingestellt. Und werde mir jetzt halt gleich mal den Black and White in die Nase lassen, verschmecken und mal schauen, wie er mir schmeckt. Ich habe den Whisky ja schon ein paar Minuten im Glas gelassen. Wenn man was ein bisschen zur Kühlfilterung und zur Farbe und so, man sieht oft, er scheint wohl gefärbt zu sein, kühl gefiltert, weiß man nicht oder fehlen die Angaben. Man hat relativ wenig Informationen oder ich habe wenig rausgefunden, außer dass das Ding alt ist. Ja, da ist eine volle Nase, da ist Holz da, das ist Single Malt, würde ich fast blind sagen. Ja, nein, es ist ein Blend, da ist Crane dabei, merke ich bisher noch nicht. Da ist auch keine überdringliche Süße dabei, das ist irgendwie so ein bisschen gesetzt, ein bisschen voll, ein bisschen buttrig, ein bisschen Holz. Eine gewisse Süße ist da, ja, schon, jetzt kommt sie, aber würde ich eher so einer Vanillensüße zuschreiben. Ja, wirkt ein bisschen gesetzt, vielleicht so ein bisschen alter Charakter. Manchmal hat man ja diesen Old Bottle Flavor, den habe ich jetzt hier in der Nase erstmal nicht so. Wirkt einfach schön, lecker und man hat da jetzt einfach Lust, den Blend zu probieren. Ich freue mich drauf. Markus, Slanche war auf dich. Boah, der lässt sich wirklich von der Zunge von links nach rechts schieben. Kommt im Antritt mit so einer gewissen Holznote, ein bisschen Würze ist dabei. So leicht buttrige Aromen, wie ich schon gesagt hatte. Süße, kaum zu finden. Einfach richtig schön ausbalanciert, ein cremiges Mundgefühl, wie gesagt. Ganz angenehm, als würde man fast keinen Alkohol spüren. Aber trotzdem ist eine gewisse, ja, Geschmacksfracht da. Also es ist jetzt nicht so, dass es langweilig auf der Zunge ist. Nein, 43 Volumenprozente, wirkt, als hat er keinen Alkohol. Eher so ein bisschen diese Würze, die sich so ein bisschen durchsetzt. Und dann hinter diesen Holzaromen kommt dann so eine gewisse, ja, leichte Vanillesüße durch. Wie es schon in der Nase hat. Also die Nase ähnelt dann doch sehr stark dem Mund. Wenn man ihn runterschluckt, kommt auch nochmal so ein bisschen intensiverer Geschmack. Der Mund setzt sich schön voll. Da kommt dann doch noch so ein bisschen dieses bisschen älteren Charakter, den man öfters hat. Wie soll man das beschreiben? So ein bisschen muffig vielleicht oder ein bisschen, ja, vielleicht auch dieser kleine, ich weiß nicht, wie es hier ist, früher wurde auch öfters mal so 1-2 ppm Rauchmalz dazu genommen. Ja. Einfach lecker, das Teil. Also so zum Dahinschmelzen, hätte ich fast gesagt. Ja. Tolles Teil. Lecker. In dem Spektrum bleibt. Ein bisschen kommt so die Süße, das, was sich so ein bisschen zieht mit dem Holzfass. Immer so schön im Wechselspiel. Ganzer Mund aus.
auf der Zunge liegt, in den Backen ist es. Ja, so Dinger würde ich mir heute wünschen für ein Apfel und Ei. Genial. Mein Fazit zu diesem Black and White aus den 60er Jahren ist natürlich immer schwierig. Es ist einfach so total, wow, was ein Erlebnis. Man darf sowas sich auf die Zunge lassen. Das tut einen, glaube ich, schon ein bisschen beeinflussen. Es ist einfach so, das Ding ist unglaublich lecker. Manko vielleicht, ja, hinten raus, da kommt, wie gesagt, im Abgang so eine gewisse Fracht, die das dann nochmal ein bisschen so intensiver verstärkt und danach fällt es aber leicht direkt ab. Also es ist wirklich so, dass dieser Abgang nicht total verschwindet, aber sehr schnell abfällt und dann bleibt so ein bisschen die Würze drin und prickelt so vor sich hin. Ja, das könnte ein bisschen mehr sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt der Whisky damals war. Nichtsdestotrotz ein tolles Teil, wenn man mal wirklich was Leichtes sucht. Im Sinne von Volumenprozente. Geschmacklich ist da eine schöne Balance da, diese cremigen, butterigen Noten, wie gesagt, dieser Malzcharakter vielleicht noch ein bisschen, den man dazu nehmen kann, diese Holzwürze, die wirklich eine gewisse Kraft hat, ja, und dann in so eine leichte, süße Aromen mit diesem alten Charakter so ein bisschen umschwingt. Genial, macht Spaß, wie gesagt, dazu freue ich mich immer, dass ich keine Wertung machen muss. Ich weiß auch nicht, was die Flasche kostet. Wahrscheinlich heute viel zu teuer, wenn man da überhaupt rankommt. Ist einfach so ein Ding. Man freut sich, man kriegt es ins Glas, genießt es und das war's. Ja. Kann man sich auch mal gönnen, so eine Flasche, und dann mit ein paar Freunden genießen. Dafür ist der Kram einfach da. Da freut man sich, wenn der ein oder andere Sammler dann doch mal eine Flasche zu viel aufgehoben hat und dann irgendwann sagt, hey, reißt sie auf, habt Spaß, früher haben wir den Kram kistenweise gekauft. Ja. Schöne Sache, vielen Dank Markus für diesen leckeren Drum und ich würde jetzt sagen, ich genieße ihn jetzt noch, lehne mich hier so ein bisschen in meinen Sessel zurück und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Bis demnächst. Ciao.